Der FC Bayern empfängt RB Leipzig und hat die Chance, dem VfL Wolfsburg davon zu ziehen, denn der hat zuvor bereits gegen Hoffenheim verloren. Die Münchnerinnen gehen also voll auf Sieg gegen den Aufsteiger und so legen sie auch gleich los. Pernille Harder ganz allein vor dem Tor und schon steht 1:0 für den FCB. Zweite Minute. Ein Start nach Plan für den Meister. Für Leipzig dagegen tritt das Worst-Case-Szenario ein. Die Gäste überhaupt nicht wach. Harder lässt sich so eine Chance natürlich nicht entgehen. Die Bayern übrigens in ihren neuen Trikots, die wurden eigens für die Frauenmannschaft designt. Das gab's bisher noch nicht. Leipzig kommt überhaupt nicht ins Spiel. Da ist schon wieder die Heimelf in der Offensive. Lea Schüller viel zu frei, die Goalgetterin verwandelt zum 2:0. 4 Minuten erst gespielt. RB muss aufpassen, nicht völlig unter die Räder zu kommen. Von den Münchnerinnen ist das aber natürlich auch einfach gut herausgespielt. Schiller mit ihrem 7. Saisontor. Es dauert ein bisschen, bis sich der Aufsteiger mal in die Offensive traut. Dann allerdings wird es gleich gefährlich. Mimi Larsson, die Schwedin mit einem guten Versuch, aber auch stark gehalten von Marla Groß. Aber ja, über schnelle Konter könnte das funktionieren. Die anschließende Ecke. RB verlor am vergangenen Spieltag mit 0:4 gegen Wolfsburg. Hier läuft es auch nicht gerade rund. Aber jetzt Sandra Starke mit der dicksten Möglichkeit. Da fehlen nur ein paar Zentimeter zum Anschlusstreffer. Die Bayern bislang noch ungeschlagen in dieser Saison. Zu Hause sind sie sowieso eine Macht. Leipzig dagegen noch ohne Auswärtssieg. Und genauso sieht's auch auf dem Platz aus. Gwin, Halbschuss, Halbflanke. Schüller steht richtig und macht ihren 2. Treffer. 3:0 nach 19 Minuten. In der Blitztabelle beträgt der Vorsprung auf Wolfsburg 4 Punkte und es sieht auch dank Lea Schüller absolut nicht danach aus, als würde sich daran noch etwas ändern. Die beiden Coaches, Alexander Strauß vom FCB hinten, Shaban Usun von RB vorne, einer der beiden Coaches führt mit 3:0, aber an der Gestik nicht zu erkennen, wer. Über eine halbe Stunde gespielt, vereinzelt wagen sich die Gäste nach vorn. Wieder Larsson, erneut wird's gefährlich. Die hat's ja eben schon versucht, hier fälscht Vigos dort hier noch ab. Auf der anderen Seite der FCB mal über eine Ecke. Guter Ball von Bühl, Linda Sembrandt ans Außennetz. Der Ball lange in der Luft, schwer zu verteidigen. Sembrandt trifft ihn dann allerdings nur mit dem Schienbein. Danach ist Pause, die Bayern bisher zielstrebiger, cooler oder kurz gesagt einfach besser als Leipzig. Die zweite Hälfte beginnt schleppender als die erste. Es dauert bis zur 58. Minute, dann die erste Möglichkeit für Bayern. Julia Gwin per Freistoß, es fehlt ein guter Meter und zu zentral war der Schuss ebenso. Die Münchnerinnen dennoch sehr dominant. In 15 Saisonspielen haben sie bisher nur 5 Gegentore kassiert. RB inklusive heute schon 36. Dementsprechend geht's weiter nur in eine Richtung. Die eingewechselte Dahlmann, schöne Hereingabe auf Pernille Harder. Die macht das 4:0 nach etwas über einer Stunde. Der doppelte Doppelpack ist perfekt. Einer von Schiller. Jetzt hat auch Harder ihre 2 Tore. Klar, RB verteidigt das nicht konsequent genug. Aber das ist eben auch ein Klassenunterschied zwischen den beiden Teams. Das Hinspiel ging mit 3:0 für Bayern aus. Stand jetzt fällt der Sieg diesmal höher aus. Linda Dahlmann, die bringt viel Schwung in die Partie. Über links sorgt sie für Betrieb, setzt sich gegen Müller durch, traut sich was, zieht ab, aber trifft nur das Außennetz. Trotzdem gute Aktion. Jetzt lässt es die Heimelf ruhiger angehen. Von RB kommt dennoch nicht viel. Die Luft ist ziemlich raus. Wenn was geht, dann eher durch Zufall. Groß schießt Mia Werner an. So landet der Ball bei Gianna Racco. Die versucht aus großer Distanz. Der Abschluss zu hoch, aber dennoch die absolut richtige Entscheidung, da nicht lange zu fackeln. Denn Bayerns Keeperin war noch auf dem Rückweg ins Tor. Eine letzte Möglichkeit gibt's noch und zwar für das Heimteam in der Nachspielzeit. Sidney Lohmann über rechts, etwas zu unpräzise, aber die Szene noch nicht vorbei. Auf der anderen Seite Katharina Naschenweng, guter Ball auf Dahlmann
Und die belohnt sich für ihren starken Auftritt seit der Einwechslung. 90. plus 2, 5 zu 0. Super Aktion von Dahlmann, technisch einwandfrei, schöner Treffer. Direkt danach ist Schluss am Bayern Campus. Die Münchnerinnen gewinnen hochverdient mit 5 zu 0 gegen Leipzig und liegen an der Tabellenspitze. Jetzt 4 Punkte vor dem VfL Wolfsburg, bei dem der FCB dann nächsten Samstag im Spitzenspiel gastiert. Wenn ihr keine Fußball-Highlights mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da und schaut mal hier, sind aktuelle Videos, klickt da auch gerne mal rein.